Heute, was geht ab, Leute? Hunger? C-Day, der lang erwartete Doppel-C-Day, Evoli, ist vorbei. War ganz cool. Checkt die zwei Videos ab. Ich habe ein paar Shinies gefangen. Wie viel genau, seht ihr in den Videos. Bisschen Staub gemacht. Ich hatte einen kleinen Staub-Battle mit Tenmago. Ich verlinke ihn mal unten in der Beschreibung. Chaos Lady, auch unten in der Beschreibung. Und einen vierten Typen. Der hat, glaube ich, keinen Channel. Das war nur ein Zuschauer von denen. Ja, einen kleinen Staub-Battle, wer am meisten Staub in den 2 Tagen macht. Ich habe um die 300.000 gemacht, ganz knapp bisschen weniger. Bin gespannt. Ich habe ein bisschen gechillt, also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Also ich denke mal nicht, dass ich der Favorit sein werde. Aber demnächst mehr dazu. Auf jeden Fall, was ich noch in diesen 2 Tagen geschafft habe, ist, wie der Titel bereits sagt, die Questmedaille endlich auf Gold, endlich die 1000 Quests erledigt. Ich weiß noch, der Abend, wo die Quests rausgekommen sind, ihr wisst ja, letztens habe ich ein 2-Jahres-Special gemacht, wo ich nochmal die Top-Momente, meine Top-Momente in dem Video erwähnt habe. Und eine der Top-Momente war, das war sogar Platz 1, glaube ich. Ja, Mann, das war Platz 1, wo die Quests rausgekommen sind an dem Abend. Da haben wir live gestreamt, da waren wir in den Livestream-Trends oder sowas. Auf jeden Fall irgendwelche Trends. Und da waren wir mit über 1000 aktiven Zuschauern im Livestream. Das war richtig krass. Ich blende hier wahrscheinlich nochmal eine Szene ein. Seitdem sind die Quests da. Gar nicht so besonders, aber der Abend, der bleibt echt für eine Weile, wahrscheinlich für immer in meinen Erinnerungen, in meinen Gedanken, in meinem Hirn festgebrannt, weil so ein geiler Moment, das war echt der Hammer. Und das war's von mir. Easy, dieser Floor. 962, oh mein Gott, wir kommen echt näher. Meinung zu Fortnite? Fortnite ist lustig, aber ich habe leider keine Zeit, das auch noch zu zocken. So, jetzt schauen wir kurz mal wieder in die Trends. Trending. Live. Oida, ASMR Janina. So, Power-Up. Mein Gott, wo sind wir? Da sind wir. Und da steht 1K, oh mein Gott. Da steht echt 1K. Wir ohne Thumbnail, ohne alles, mit unserem Ghetto-Stream. Und ja, seitdem sind Quests am Start. Wir haben endlich die 1000 geknackt. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Quest so findet allgemein. Wobei, das könnt ihr wahrscheinlich auch nochmal. Das frage ich euch am Ende wahrscheinlich nochmal. Aber B, wie viele Quests ihr schon erledigt habt. Habt ihr schon die Goldmedaille? Habt ihr über 1000? Habt ihr 3, 4000? Was weiß ich, wie viele Quests ihr da so erfüllt habt. Und ja, ich dachte mir jetzt, wo wir die Goldmedaille erreicht haben, 1000 Quests erfüllt haben, reden wir mal so allgemein über die Quest, wie sie so angekommen sind, wie ich sie so persönlich finde, wie sie halt einfach so angekommen sind, seitdem sie im Spiel sind. Weil bevor sie gekommen sind, waren sie ja richtig krass gehypt. Sehe den 1000 Zuschauer Livestream, da war es echt richtig krass gehypt. Und seitdem muss ich sagen, Quests sind nicht schlecht. Aber sie haben das Spiel nicht verändert. Quests sind ein netter kleiner Zusatz, ein netter Bonus, aber sie haben das Spiel nicht wirklich komplett geändert. Wie zum Beispiel Raids. Raids haben das Spiel meiner Meinung nach ziemlich stark beeinflusst. Und ja, Quests nicht wirklich. Es gibt natürlich die Spezialquest mit Mew und demnächst Celebi. Das ist nochmal was extra. Das erwähne ich wahrscheinlich in einem anderen Video. Aber ich rede jetzt von den täglichen Feldforschungsaufgaben. Und jetzt auch nicht unbedingt von der wöchentlichen Quest, wo dann zum Beispiel Raikou jetzt momentan diesen Monat rauskommt. Das ist auch geil. Alle 7 Tage, beziehungsweise alle 7 Stempel dann zum Durchbruch. Das ist auch ziemlich cool. Es gibt nochmal extra, aber auch das ist nicht wirklich spielverändernd. Ja, die Belohnungen bisher waren ziemlich krass aus den Feldforschungsdurchbrüchen. Die ganzen legendären Arktos, Zapdos, Lavados, Galaxo mit Legacy Moveset. Jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Aber jetzt dann Raikou, wahrscheinlich Entei und Suicune. Man kann sich vorstellen, in Zukunft auch noch die anderen Legendären. Also, das ist top. Ziemlich geil gemacht. Aber jetzt sagen wir mal zum Beispiel die täglichen Quests. Ich mache halt da, was ich so in die Finger bekomme. Was halt so auf dem Weg ist. Aber das war's auch schon. Ich gehe jetzt zum Beispiel nicht auf Quest-Tour. Wie es zum Beispiel jetzt bei Raid-Touren gibt. Wo man echt den ganzen Tag auf Raid-Tour gehen kann. Und dann den ganzen Tag sein Spiel und den Tag verbringen kann. Ihr habt noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe den ganzen Tag Quest gemacht. Ich denke auch nicht, dass das allzu viele machen oder überhaupt irgendjemand das macht. Ab und zu gibt es schon ein paar interessante Quests, so Super Quests nenne ich die mal, wie zum Beispiel Lapras Quest, Aerodactyl Quest
Pandir-Quest momentan, auch wenn die relativ selten ist. Absol-Quest für manche, für mich persönlich nicht, aber für manche. Dratini, Chanera und Lavita-Quest zum Beispiel auch top. Sonderbomben-Quest ist nice. Also das sind schon mal die Super-Quests, sag ich mal. Wofür es sich schon ein bisschen lohnt, mal ein bisschen weiter wegzufahren oder mal einen Umweg zu machen und die sich noch zu schnappen. Aber man kann jetzt echt nicht den ganzen Tag einfach damit verbringen, durch die Stadt zu fahren und irgendwelche Quests zu sammeln. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass momentan Maps nicht laufen. Hong sagt das böse Wort, Maps. Weil mit Maps gäbe es wahrscheinlich auch Quest-Maps. Dementsprechend eine Map, wo einfach jede Quest angezeigt wird. Und das hätte meiner Meinung nach das Spiel schon verändert. Dann hätte man meiner Meinung nach schon den ganzen Tag auf Quest-Tour gehen können und sich nur die geilen, krassen Quests, die Super-Quests, wie ich sie nenne, raussuchen und schnappen können. Vor allem bei der Menge an Stops, zum Beispiel hier in München, denke ich, wären auf jeden Fall genug von den guten Quests dabei gewesen, um halt so eine Quest-Tour zu machen oder den ganzen Tag mit Questen zu verbringen. Aber da die Maps nicht funktionieren momentan, gibt es auch keine Quest-Map. Natürlich werden ab und zu die guten Quests gepostet, wir haben auch eine Gruppe dafür, aber natürlich ist das kein Vergleich und es werden nicht alle gefunden und nicht alle gepostet, also da kommen vielleicht 3-4 Top-Quests mal am Tag zusammen. Wie gesagt, dafür lohnt es sich nicht, die abzugrasen den ganzen Tag. Und von den allgemeinen, ja, die lohnen sich jetzt auch nicht so wirklich, die Belohnungen sind jetzt auch nicht so top. Es gibt so echt verrückte Quests, wo eigentlich ziemlich schwer ist und dann gibt es so als Belohnung eine Ananas oder so. Also da, weil ich weiß auch nicht, was die Niantic dabei gedacht hat, aber für die meisten Quests lohnt es sich halt echt nicht, den ganzen Tag da rumzufarmen und die durchzuführen. Klar, macht Spaß, wie gesagt, ist ein netter kleiner Bonus nebenbei, damit man was zu tun hat. Wenn man zum Beispiel eine Quest hat, wo man irgendwie kämpfen muss, dann nimmt man halt schon mal gerne ein paar Kämpfe mehr mit, anstatt halt gar nichts zu machen und zum Beispiel auch gar keine Kämpfe. Also das treibt das Spiel schon ein bisschen voran, aber nicht richtig, richtig krass. Also wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, langsam nur noch. Auf jeden Fall, Fazit, Quests sind nett, super netter Bonus, gefallen mir sehr gut. Wobei es sollten noch mehr Quests kommen, vor allem die besseren sollten öfters kommen. Aber gefallen mir insgesamt sehr gut. Nur haben sie das Spiel nicht so krass verändert, haben das Spiel jetzt nicht so krass beeinflusst und verändert, wie ursprünglich gedacht. Ja, das war so meine Meinung. Ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen zu oft wiederholt. Wenn ja, dann werde ich an ein paar Stellen das rausschneiden, wo ich mich zu oft wiederholt habe. Aber eure Meinung zu Quest unten in die Kommentare und natürlich, wie viele Quests ihr schon erledigt habt. Habt ihr die Goldmedaille? Habt ihr 2, 3, 4.000 Quests? Was weiß ich, wie viele Quests man so gemacht hat. Ich weiß nicht mal, ob ich schnell oder langsam bin, was Quests anbetrifft. Aber ja, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.